Wir haben uns gestern begonnen, neben den Mittelwerten über verschiedene Größen in thermodynamischen Systemen auch über die Verteilung dieser Größen zu sprechen. Und insbesondere interessiert uns, wie verteilen sich die Geschwindigkeiten der Moleküle in einem Körper. Und weil die Gase hier eine besondere Rolle spielen, besonders einfach zu beschreiben sind, haben wir uns also insbesondere mit den idealen Gasen auseinandergesetzt. Und da konnten wir zeigen, durch eine Überlegung, die ausgegangen ist von der barometrischen Höhenformel, dass sich die Z-Komponenten, also die aufwärtsgehenden Komponenten in einem Schwerefeld, so verhalten, wie es durch diese Verteilungsfunktion gegeben ist. Wobei da in den Exponenten da drin mit mvz² halbe die kinetische Energie der Teilchen für Bewegung in Richtung der Z-Achse drinnen steht. Und Sie sehen, man hat hier eine Verteilungsfunktion, die so bestimmt ist, so ist sie normiert mit Hilfe dieses Normierungsfaktors hier, dass das Integral f von vz dvz von minus unendlich bis plus unendlich gleich 1 sein muss. Weil das f von vz mal dvz ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Geschwindigkeitskomponente in Z-Richtung antrifft, die in dem in Geschwindigkeitsintervall zwischen Vz und Vz plus dvz drinnen liegt. Irgendein Intervall muss man diesen Geschwindigkeiten ja lassen. Wenn man verlangen würde, dass die Geschwindigkeit einen exakten Wert hat, findet man das nie. Das trifft man nicht. Und daher diese Überlegung mit den Intervallen. Daher sind also diese Funktionen f, wie zum Beispiel hier für das Vz, Wahrscheinlichkeitsdichte Funktionen und noch nicht wirklich Wahrscheinlichkeiten. Erst wenn man sie dann mit einem Parameterintervall, wo dieses Vz eben dann sich bewegen kann, drinnen multipliziert, bekommt man eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Parameter in die Z-Komponente der Geschwindigkeit in dem Intervall drinnen liegt. Und für kleine Intervalle ist das natürlich proportional. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, dass Vz in seinem Intervall liegt, ist f von Vz mal dvz.
Aber natürlich gibt es im Allgemeinen in allen drei Raumrichtungen natürlich die Möglichkeit, dass sich die Moleküle bewegen. Und da kann man dann natürlich von hier aus ausgehen. Und das, was war das letzte, was wir gestern besprochen haben, kann man auch dann sich die Frage stellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eben die Geschwindigkeit der ganze Vektor irgendwelche bestimmte Komponenten hat. Also die Vx, die x-Komponente zwischen Vx und Vx plus dvx, die y-Komponente zwischen Vy und dvy und auch z, sodass also sozusagen der Geschwindigkeitsvektor, seine Spitze in einem kleinen Volumenselement, wenn Sie so wollen, des Geschwindigkeitsraums drin liegt. Also man gibt dem Geschwindigkeitsvektor einen gewissen Bereich für seine Spitzen sozusagen, wo er drinnen schwanken kann, und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann gerade so ist, dass die Spitze des Geschwindigkeitsvektors in einem solchen Volumenselement eines hypothetischen Geschwindigkeitsraums drinnen liegt, ist dann gegeben als f von tau phi mal dvx mal dvy mal dvz, wobei vx, vy, dvx, yz die Kantenlängen eines solchen kleinen Würfels in einem Geschwindigkeitsraum ist. Und nachdem das lauter Unwahrscheinlichkeiten sind, man will also, dass die Geschwindigkeit dieses Moleküls zwischen Vx und Vx plus Dvx und zwischen Vy und Vy plus Dvy und dasselbe Vz liegt, muss man die drei Vx, Vy und Vz miteinander multiplizieren. Daher haben wir hier statt 1/2 da 3/2. Und wenn man die Exponentialfunktionen miteinander multipliziert, dann addieren sich entsprechend dann die Exponenten. Und damit kommt man dann also darauf, dass man hier dann oben stehen hat im V-Quadrat. Wobei das V-Quadrat natürlich Vx Quadrat plus Vy Quadrat plus Vz Quadrat ist. Das ergibt sich eben durch Aufsummierung der Exponenten, wenn man die ganze Exponentialfunktion für jede Komponente miteinander multipliziert. Unwahrscheinlichkeit. Und man kann hier schon erkennen, das ist wichtig, sich klar zu machen, dass dieses f von Vz, das kann man sich besonders leicht vorstellen, weil es eben nur eine Komponente ist, dass dieses f von Vz eine symmetrische Funktion ist. Ich habe es gestern schon aufgezeichnet, kann man sich ruhig noch einmal aufzeichnen, wenn man also schaut, dass f von Vz gegen Vz aufträgt, die z-Komponente der Geschwindigkeit, und man geht also davon aus, die können natürlich positiv und negativ sein, diese z-Komponenten, dann kriegt man, weil da ja nur Vz Quadrat drinnen steht, kriegt man eine symmetrische Funktion, die so glockenförmig ausschaut, so eine gaußsche Glockenkurve. Wir hatten eine ganz ähnliche Funktion mit ganz anderem Hintergrund schon bei der Fehlerstatistik gehabt. Das war im Zusammenhang mit der Verteilung von Abweichungen von einem Mittelwert, und da kommt man auf eine ähnliche Funktion. Da gibt es also darunterliegende statistische Gesetzmäßigkeit, die das also entsprechend so gleichermaßen dann bewirken. Und je nach Temperatur kriegt man also unterschiedliche Werte. Also so zum Beispiel wird das Ausschauen dann viel flacher, wenn man eine höhere Temperatur hat. Ich habe das da aufgezeichnet, ich glaube für 300 Kelvin und für 100 Kelvin. Aber das ist nur so groß, dass Sie halt eine Vorstellung haben, was gemeint ist. Wesentlich ist aber immer bei diesen Funktionen, dass Sie also mit Hilfe dieser Vorfaktoren so normiert sind, dass die Fläche unter dieser Kurve in beiden Fällen, die zweite würde jetzt nicht schraffieren, sonst wird das unübersichtlich, immer gleich 1 ist. Da gibt es so Schwanzbereiche, die nach außen laufen, und da kann man dann ruhig bis noch unendlich gehen in beiden Richtungen. Das sind so uneigentliche Integrale, die dann trotzdem einen endlichen Grenzwert haben. Und schrecken Sie sich nicht vor diesen Vorfaktoren,
das ist eine reine technische Sache, wenn man hier eben über den ganzen VZ-Bereich aufintegriert. Und man wählt den Faktor halt so, dass man dann integral f von VZ dvz bildet. Ich schreibe vielleicht noch weiter. Integral f von VZ dvz von minus unendlich bis plus unendlich, weil das VZ kann letzten Endes all den gesamten Bereich überstreichen, dann muss das gleich 1 sein. Dafür wird dieser Vorfaktor gewählt, dass sich das halt gerade so ausgeht. Dadurch hat man dann auch eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kurven. Auch die da plottet, ist auch so gemacht, dass die Fläche darunter gleich 1 ist. Dieses f von vz mal dvz, nur dieser Teil, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Z-Komponente zwischen vz und vz plus dvz, dieser da her, in einem solchen Intervall liegt. Und wenn man über das alles aufsummiert, sprich aufintegriert über den ganzen Bereich, kriegt man lauter solche, so wie ein Histogramm, das macht man dann immer feiner, das wissen Sie ja, und dann kommt letzten Endes in Summe 1 heraus, wenn man das wirklich als Wahrscheinlichkeit normiert. Haben Sie dazu irgendeine Frage? Ich erinnere mich, dass mir das seinerzeit irgendwie spanisch war, wie ich da irgendwo so, wo Sie jetzt sitzen, gesessen bin. Und das hat mich eigentlich recht irritiert, weil das ist irgendwie so schwindschwind gesagt worden und ich möchte gerne, dass Sie verstehen, was dieses f von vz wirklich ist. Muss Ihnen auch klar sein, dass dieses Produkt f von vz mal dvz dann eine dimensionslose Zahl ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist auch eine dimensionslose Zahl. Das dvz ist aber ein Geschwindigkeitsintervall, das wird in Meter pro Sekunde angegeben. Daher hat das f von vz die Dimension Sekunden pro Meter, das hat die Dimension Meter pro Sekunde, sodass das Integral darunter echt 1 ist. Sonst hätte es ja, wie kommen da 1? Da stimmen schon so die Dimensionen. Nur oft nimmt man das nicht so wichtig, was das f von z von vz wirklich für Dimensionen hat. Aber man sollte das nicht zu gering schätzen. Man soll schon wissen, was da wirklich aufgetragen ist. Das ist überhaupt keine Grundgeschichte in der Physik. Wenn man irgendein Diagramm hat und man hat ja ständig irgendwelche Diagramme, Sie sehen ja, wie das ständig ist, dass man sich wirklich klar macht, was aufgetragen ist auf den Achsen eines solchen Diagrammes, sonst versteht man es ja eigentlich nicht. Und also in dem Fall, glaube ich, ist es hier jetzt schon verständlich. Was uns aber natürlich besonders interessieren würde, ist, wie schnell sind Sie jetzt eigentlich diese Moleküle? Denn das, was wir da hier sieht, ist nur, sie sind in beiden Richtungen, in keinem Plus- oder Minuszeichen. Ja, aber was ist jetzt wirklich so eine typische mittlere Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs sind? Und da muss man noch ein bisschen mehr dazu tun. Weil, wie gesagt, wir haben hier immer über Komponenten gesprochen. Entweder nur die Z-Komponente oder den ganzen Geschwindigkeitsvektor, sprich, seine X-Komponente, also die Vx-Komponente, Vy und Vz. Aber was uns jetzt, glaube ich, besonders interessiert, und das hat auch den Herrn Maxwell seinerzeit besonders interessiert, ist, wie schaut es denn mit den Geschwindigkeitsbeträgen aus? Die können dann nämlich auch nicht kleiner als 0 werden. Wer Geschwindigkeitsbetrag, naja, wenn 0 ist, ist eben aus. Aber einen negativen Geschwindigkeitsbetrag ist eben nicht. Das heißt, da muss die Verteilungsfunktion irgendwie anders rauskommen, und zwar in einer solchen Weise, dass man dann mehr Einblick bekommt in die tatsächlichen Geschwindigkeitsbeträge. Ja, und da, wenn man sich also die Verteilung der Geschwindigkeitsbeträge anschauen, dann muss man sich überlegen, wie macht man das? Und da habe ich ja schon vorhin gesagt, bei diesem f von v pi, dass man sich das so vorstellen kann, dass man die Geschwindigkeitsvektoren so wie die Ortsvektoren in einem Raum aufträgt. Und die Spitzen dann, wo man beim Ortsvektor sagt, das ist dann der Punkt p.
das sind dann halt die Spitzen des Geschwindigkeitsvektors. Das ist nicht wirklich ein Raum der Anschauung, sondern halt eine Möglichkeit, die Geschwindigkeitsvektoren darzustellen. Und wenn man also jetzt Geschwindigkeitsraum, wenn man also jetzt das anschaut, für den Fall f von v Pfeil mal dvx mal dvy mal dvz, dann ist es so, dass in dem Geschwindigkeitsraum von deinem Ursprung ausgehend man da so einen Vektor v Pfeil hat, dessen Spitzel da in so einen kleinen Würfel drin ist. So, dass dann eben da man ein dvx, ein dvy und ein dvz hat und man schaut sich alle die Geschwindigkeiten an, wo das, der Pfeilspitze hier im Inneren von dem Würfel liegt. Dann hat man alle die Geschwindigkeiten, die da mit enthalten sind und dieses f von v Pfeil mal dvx mal dvy mal dvz ist dann eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Geschwindigkeitsvektor so ist, dass sein Spitzel in dem Würfel drinnen ist. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist nicht ein Raum unserer Anschauung, aber es hilft einem, sich vorzustellen, wie das gemeint ist. Und natürlich hat so ein Raum dann auch gewissermaßen ein Volumen, weil dvx mal dvy mal dvz ist dann das Volumen von dem Würfel da. Aber wohl nicht zu verwechseln, das v ist natürlich jetzt nicht Volume, sondern Velocity. Also es ist ein Geschwindigkeitsraum. Deswegen schreibe ich da ungern dazu dv, weil sonst glaubt man, das ist ein Volumen im herkömmlichen Sinn in Kubikmeter. Sondern das ist ein dvx mal dvy mal dvz, worüber halt dann ein dreifaches Integral gelegt wird. Und diese v haben alle die Dimension Meter pro Sekunde, weil es ja lauter Geschwindigkeiten sind. Verstehen Sie? Das ist die Idee des Geschwindigkeitsraums. Und diese Idee des Geschwindigkeitsraums, die kann man jetzt auch hernehmen in einer sehr praktischen und günstigen Anwendungsform. Wenn man jetzt überlegt, wie schaut es aus, wenn wir einen gewissen Geschwindigkeitsbetrag vorsehen. Wenn man nichts vorgeben als nur einen Geschwindigkeitsbetrag, wie groß wird dann die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass eben die Geschwindigkeit von den Molekülen einen gewissen Betrag hat, unabhängig davon, wohin sie zeigt, nur einen gewissen Betrag. Und das ist dann so, dass man eben wieder in diesem Geschwindigkeitsraum rund um den Ursprung da so eine Kugelschale annimmt. Das soll jetzt dreidimensional sein, nicht? Eine ganze Kugelschale. Und wenn da jetzt so ein Geschwindigkeitsvektor so liegt, dass sein Spitzel gerade in dieser Kugelschale drinnen ist, dann bedeutet das, egal wohin er zeigt, also auch wenn er daher zeigt, irgendwo hat man so einen Geschwindigkeitsvektor, dann bedeutet das, dass der Betrag des Geschwindigkeitsvektors zwischen einem gewissen V und einem V plus dv ist. Da haben wir also da einen gewissen Geschwindigkeitsbetrag V und da haben wir so ein dv. Ja? Naja, und wie wird man denn das ausrechnen können? Ja, ganz einfach, weil das Volumen in diesem Geschwindigkeitsraum gibt es ja dann an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Wo immer die Pfeilspitze in diese Hohlkugel hineintrifft, hat man die Situation, dass eben der Betrag der Geschwindigkeit V-Pfeil zwischen V und V plus dv ist, egal wo er hinzeigt, da den Betrag hat er. Das heißt, worauf es ankommt ist, wir müssen das jetzt nicht mit dem Volumen von so einem Würfel multiplizieren, sondern mit dem Volumen dieser ganzen Hohlkugel. Und das ist aber gar nicht so schwer auszurechnen, weil dieses dv nehmen wir ja immer genügend klein an im Verhältnis zu v. Das ist ja das, was die Physiker ständig machen und die Mathematiker wollen sowas nicht. Dass man es so klein macht, dass man das vernachlässigen kann, dass man dann einfach sagt, das Volumen von dieser Hohlkugel ist einfach die Oberfläche von der inneren multipliziert mit der Dicke, weil die Dicke klein genug ist, dass das nichts ausgibt, dass so außen das ein bisschen anders ist. Nicht? Das bewährt sich blendend in der Physik und ich kann also nur sagen, das
behalten wir auch so bei. Und die Mathematiker machen es halt genauer, sind wir froh, dass es noch welche gibt, die auf alles schön aufpassen. Aber nach allem, was sich zeigt, ist das eine vernünftige Vorgangsweise. Also es geht darum, hier über diese Kugelschale zu integrieren. Das ist aber höchst einfach zu machen, weil diese Kugelschale hat ganz einfach hier ein Volumen, die Kugelschale hat ein Volumen von 4πv². Also Volumen im Geschwindigkeitsraum von 4πv². Na, das ist die Kugeloberfläche. Sie wissen, eine Kugel mit Radius r hat die Fläche, eine Kugeloberfläche 4πr². Das ist Ihnen ja bekannt. Und wenn nicht, schauen Sie in einer Formelsammlung nach. Also 4πv², das ist die Oberfläche von der Kugel, mal dem dv. Das ist das Volumen von dem. Das heißt, das ist es einfach nur, womit wir dieses f von v Pfeil da hier multiplizieren müssen, damit wir auf die Verteilungsfunktion der Geschwindigkeitsbeträge kommen. Nun, das machen wir jetzt einfach. Damit Verteilung der Geschwindigkeitsbeträge. Na ja, dann nehmen wir diese Formel her, machen es aber jetzt so, dass wir da jetzt nur ein f von v mal, ja, nur scheinbar unkonsistenterweise nur als f von v auf. Oder soll es da mit dv? Nein, es scheint es da mit dv. Okay. Ja, das ist immer schön. Naja, hier. F von v dv. Da multiplizieren wir dieses f von v Pfeil einfach mit diesem Volumen der Kugelschale. Also mit 4πv². Also wir fangen da mal an mit dem Vorfaktor m durch 2pi kt hoch 3 halbe. Und jetzt kommt schon dieses 4πv² dazu. 4πv². Und dann haben wir noch in gewohnter Weise diese Exponentialfunktion, die da steht als minus mv² durch 2kt. Minus mv² durch 2kt. Und dann haben wir 4πv² dv. Also multiplizieren wir das noch mit dv. Und dieser Ausdruck, f von v dv, so wie er hier steht, wo insbesondere da jetzt noch dieses 4πv² dazu kommt, was wir hier nicht hatten. Dieses f von v dv gibt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass der Geschwindigkeitsbetrag, unabhängig von der Richtung, der Geschwindigkeitsbetrag zwischen dem Wert v und dem Wert v plus dv. Und das kommt eben daher, dass man da im Geschwindigkeitsraum über diese Kugelschale integriert. Und das nennt man eigentlich Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Also die ganz Großen haben sich daran geübt, diese Dinge zu beschreiben. Und man muss sich schon wieder einmal klar machen, wie produktiv diese Leute waren. Derselbe Maxwell hat auch die vier Maxwell-Gleichungen aufgestellt und hat damit sicher eine der wichtigsten Großdaten in der ganzen Geschichte der Physik durchgeführt. Und dann hat er sich noch zwischendurch nebenbei mit der Geschwindigkeitsverteilung auseinandergesetzt und ein paar andere Sachen auch gemacht. Erstaunlich. Also, Sie haben Möglichkeiten,
sich entsprechend zu profilieren, wenn man so entsprechend hinhaut. Nicht? Aber schenkt die sind das sicher auch nicht geworden. Also, nein. Also die Maxwell-Boltzmannsche Verteilungsfunktion. Und wie schaut die jetzt aus? Und da zeigt sich jetzt also, wegen dieses 4πV² und weil es ja um einen Betrag geht, dass die mit 0 anfangen. Die kann ja nicht ins Negative gehen. Weil wir fangen mit 0 an, f von v, v gleich 0 ist der kleinste mögliche Geschwindigkeitsbetrag, dann ist sie 0. Weniger kann nicht sein. Und dementsprechend kann man das dann auch in ähnlicher Weise aufzeichnen. Da haben wir dann jetzt ein f von v gegen den Geschwindigkeitsbetrag v. Da ist 0 und kleiner wird er nicht. Und das schaut jetzt, weil da mit diesem v² noch gewichtet wird, schaut das jetzt so aus, dass das zunächst einmal, wenn es einmal anfängt, proportional mit v² hinaufgeht und dann erst in weiterer Folge gewinnt dann die Exponentialfunktion die Oberhand. Also am Anfang da hier ist ja die Exponentialfunktion relativ glatt. Das heißt, da hat das v² freies Spiel, dass das da einmal so quadratisch hinaufgeht. Aber natürlich, irgendwann einmal wird die Exponentialfunktion stärker als jede Potenzfunktion. Das heißt, die haut dann irgendwann zu, mit dem Minus kommt es da so richtig heftig herunter. Und das bedeutet jetzt, dass die dann letzten Endes gewinnt und letzten Endes kriegt man dann so einen exponentiellen Abfall. So schaut diese Funktion aus. Und wiederum, das V ist natürlich in Meter pro Sekunde, das f von v dann wieder in Sekunden pro Meter. Diese ist wieder mit Hilfe dieses Normierungsfaktors so normiert, dass die gesamte Fläche darunter gleich 1 ist. Es handelt sich ja wiederum um eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Nur jetzt wird also mit einem dv multipliziert, also wirklich mit einem Intervall der Geschwindigkeitsbeträge. Und damit das eben richtig geht, hat man das mit der Kugel gebraucht. Hier jetzt, meine Damen und Herren, hat man die Möglichkeit, konkret sich jetzt Gedanken über die Geschwindigkeiten zu machen. Und da muss man jetzt wieder, wie üblich in der Statistik, vorsichtig sein. Was will man denn eigentlich? Wenn wir uns also jetzt überlegen, wie groß werden so typischerweise die Geschwindigkeiten sein? Na, was fällt einem da zunächst einmal ein? Natürlich den Maximalwert. Diese Geschwindigkeit, wo diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion maximal ist, die nennen wir die wahrscheinlichste Geschwindigkeit. Und beschreiben sie daher mit Vw, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist. Nachdem aber diese Funktion, wie man hier schon sehen kann, weil da geht es quadratisch hinauf und da exponentiell herunter, unsymmetrisch ist, wird sich das unterscheiden von der mittleren Geschwindigkeit. Weil bei der mittleren Geschwindigkeit ist es so, dass die dort liegen wird, wo die Fläche gleich der Fläche ist. Wo es also gleich wahrscheinlich ist, ob man drunter oder drüber liegt. Und das ist wegen der Unsymmetrie dieser Verteilungsfunktion was anderes. Die Statistik ist nur so lang trivial, solange alle Verteilungsfunktionen symmetrisch sind. Aber in den allermeisten Fällen sind die nicht symmetrisch. Genau zum Beispiel hier ist so ein Fall gegeben. Das heißt, wenn man einen arithmetischen Mittelwert macht, wo dann links und rechts die Wahrscheinlichkeit gleich groß ist, ist das was anderes, als wenn man den wahrscheinlichsten Wert sucht. Verstehen Sie? Da kommt es dann auf die Art der Zählung an. Die Statistik ist was Gefährliches. Das heißt, man muss wissen, was man tut, damit man die richtigen Schlüsse zieht. Diese Geschwindigkeit, die nennen wir jetzt den Mittelwert des Geschwindigkeitsbetrages. Nun dann haben wir ja das auch schon öfters gehabt, dass wir die Wurzel, das mittlere Geschwindigkeitsquadrat betrachten. Und da zeigt sich, wenn man da quadriert und von den quadrierten Geschwindigkeiten dann den Mittelwert betrachtet, rutscht man noch ein bisschen weiter noch rechts darüber. Das ist dann der Mittelwert
des Geschwindigkeitsquadrates, das mittlere Geschwindigkeitsquadrat, aber natürlich die Wurzel draus, damit man das alles auf einer Geschwindigkeitsskala auftragen kann. Man mittelt die Geschwindigkeitsquadrate und bildet von dem wieder die Wurzel, dass man wieder auf was Geschwindigkeitsartiges kommt. Und alle diese drei sind unterschiedlich. Und jetzt kann ich Ihnen also sagen, das lässt sich durch Integration ausrechnen. Das führen wir nicht durch, aber das ist keine Hexerei, wenn man diese Maxwell-Boltzmann-Verteilungsfunktion hat. Das ist wieder so eine Geschichte mit geschickt substituieren, Integraltafeln verwenden, ausrechnen. Das ist also eigentlich nur, sage ich jetzt, mathematische Technik, aber keine Physik drinnen. Deswegen wollen wir uns damit jetzt auch nicht aufhalten, wiewohl es dann natürlich beim konkreten Arbeiten schon wichtig ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Na gut, dann schaut man sich das halt durch, da gibt es ja wunderbar viele Bücher, wo man das alles überall auflesen kann. Also, diese Positionsparameter auf der V-Achse, die kann man ausrechnen. Und das gibt uns jetzt die Aufschlüsse darüber, mit was für Geschwindigkeiten wir es nämlich zu tun haben. Da haben wir aber die wahrscheinlichste Geschwindigkeit, dieses Vw, und das zeigt sich als Wurzel aus 2kt durch n. Wobei n hier immer die Masse eines Moleküls, eines Gasmoleküls. Stellen wir das mal irgendwo zu. Masse eines Moleküls. Ja? Das ist die wahrscheinlichste Geschwindigkeit. Dann die mittlere absolute Geschwindigkeit. Das braucht man relativ häufig in der praktischen Anwendung, also der Mittelwert des Absolutbetrages der Geschwindigkeit. Es liegt also so ein bisschen rechts von dem Maximum und teilt die Fläche in zwei gleich große Teile ein. Und das ist Wurzel aus 8kt durch Pi mal n. Na, da sehen Sie schon, da hat man also ein bisschen kämpfen müssen beim Integrieren. Da fällt einem irgendwo dieses Pi am Kopf und der Oktar bleibt da irgendwie über mit allen möglichen Substitutionen und so. Aber es steht nichts Neues drin. Das sind ein paar Theoriefaktoren, die man halt bei dem Integrieren so letzten Endes dann erreicht durch saubere Durchrechnung. Und das ist auch gleich, wenn man das also mit dem VW in Verbindung bringt, 2 durch Wurzel aus Pi mal VW. Also die haben einen konkreten Zusammenhang miteinander. Und 2 durch Wurzel aus Pi, das ist größer als 1, daher wandert das nach rechts, um diesen Faktor eben. Na und dann eben noch die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat. Und da kommt heraus, das ist Wurzel aus 3kt durch n. Und das lässt sich auch wieder aufschreiben als Wurzel aus 3 halbe mal vw. Das brauche ich nicht auswendig wissen, diese Formel. Also sie gingen eh da nicht zur Prüfung, aber trotzdem. Ich wollte es halt dazu sagen. Aber jetzt möchte ich noch zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, jetzt sind wir so weit, dass wir uns wirklich diese Geschwindigkeiten ausrechnen können. Weil, was steht denn da nun mal drin? Die Boltzmann-Konstante, die weiß man. Das ist eine universelle Konstante. Die Temperatur, Weltmeistertemperatur. Und dann die Masse eines Moleküls und sonst nichts. Das heißt, jetzt sind wir in der Situation, dass wir diese Geschwindigkeiten auch ausrechnen können. Und da gebe ich also als Beispiel an, schreiben wir das vielleicht da dazu, das ist jetzt für den Fall eines Gases für Stickstoff bei 300 Kelvin ist das 476 Meter pro Sekunde.
das ist Überschallgeschwindigkeit. Die sausen ganz schön herum. Da, ganze Zeit da rein. Wir haben da, das ist also wie gesagt Stickstoff in zwei Moleküle bei 300 Kelvin. Das sind ungefähr unsere Hörsaalbedingungen da. Weil es ist zwar ein bisschen Sauerstoff in der Luft, Gott sei Dank, aber der Löwenanteil ist Stickstoff. Und 300 Grad, das wird schon stimmen circa. Ne? 273 ist 0 Grad Celsius und wenn man da dazu rechnet, 25 Grad vielleicht. Also circa 300 Kelvin, das ist so. Das heißt, im Mittel hat der Betrag der Geschwindigkeit dieser Stickstoffmoleküle, die da herumsausen, einen Wert von 476 Meter pro Sekunde. Das ist schon beachtlich. Also es geht ziemlich hektisch zu in unserer Umgebung. Nur die sausen natürlich nicht weiß Gott wie weit, weil da sind so viele, dass ständig wieder miteinander zusammenstoßen. Und das werden Sie uns jetzt auch gleich anschließend überlegen. Wie ist denn das? Wie groß ist denn die Distanz, die so ein Körper, so ein Molekül überhaupt zurücklegen kann, bevor es wieder mit einem anderen zusammenstößt? Aber was letztes möchte ich jetzt auch noch Ihnen zeigen. Schauen Sie, da haben wir einen Ausdruck für den Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat. Und da können wir jetzt auch nachschauen, ob das Ganze wirklich konsistent ist mit dem, was wir gestern besprochen hatten. Weil wir haben ja gestern die Temperatur mit der mittleren kinetischen Energie eines Gasmoleküls in Verbindung gebracht. Und diese mittlere kinetische Energie, die können wir uns leicht ausrechnen. Wir brauchen ja da nur quadrieren. Und dann das M gleich auf die andere Seite bringen. Dann haben wir M mal V Quadrat ist gleich und da drüben steht 3kT. Ja, das denken Sie durch. Da quadriere ich und bringe das M hinüber. M mal V Quadrat mittel ist 3kT. Und wenn ich da jetzt noch nur 2 multipliziere und da auch, dann haben wir genau das hier stehen, was wir gestern gehabt haben für die Temperaturdefinition. Die mittlere kinetische Energie eines Moleküls mit 3 Reinheitsgraden ist 3 halbe kT, F3 ist die Anzahl der Freiheitsgraden und dieses halbe kommt von der kinetischen Energie, von dem V Quadrat halbe her. Also Sie sehen, wir haben hier unmittelbar die Konsistenz. Mit der Definition der Temperatur, mit der kinetischen Definition der Temperatur, ergibt sich unmittelbar aus dieser Mittelung, die da zu diesem mittleren Geschwindigkeitsquadrat führt, das man da wieder als Wurzel aufschreibt. Verständlich? Soll ja alles zusammenpassen. Und letzten Endes möchte ich noch erwähnen, ohne das jetzt noch weiter klar zu machen, dass wir... Warum ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen in Ruhe ist, exakt null? Man müsste doch denken, es könnte ja auch zufälligweise mal passieren, dass so ein Teilchen jetzt gar keine Geschwindigkeit hat. Ja, die Frage ist, wieso geht das hier wirklich gegen null, wenn man mit der Geschwindigkeit gegen null geht? Naja, das sind ja statistische Aussagen. Das sagt ja nur etwas über die Wahrscheinlichkeit aus. Wie groß dann die tatsächlichen Geschwindigkeiten sind, da muss man halt dann mehrere Mittelwerte bieten. Und das ist ja nur im Grenzwert, dass sie da gegen Null heruntergehen und das Null wird. Wenn sie auch nur geringfügig oberhalb sind, hier, haben sie ja bereits einen endlichen Wert. Aber letzten Endes, wie soll es denn sonst sein? Weniger als Null kann es nicht sein. Und diese Überlegungen zeigen eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man bei immer kleiner werdenden Intervallen hier dann immer kleinere Werte von diesem f von v mal delta v geht, dass das eben wirklich gegen Null geht. Letzten Endes ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man ein Geschwindigkeitsbetrag hat, der zwischen 0 und einem gewissen Delta V liegt,
dass diese Wahrscheinlichkeit im Grenzwert Delta V gegen 0 dann auch gegen 0 geht. Das ist die eigentliche Aussage dessen, dass das hier gegen 0 geht. Und das ist ja auch vernünftig, weil wenn Sie also eine endliche Temperatur haben, dann gehen Sie davon aus, dass die Moleküle sich bewegen. Und wenn Sie also dort dieses Intervall immer stärker einschränken, dann muss auch die Wahrscheinlichkeit, die sich daraus ergibt, dann immer geringer werden. Ja. Wenn man die linke Verteilungsfunktion anschaut, die hat das Maximum sogar bei 0. Richtig. Warum? Wie ist das dann? Jetzt ist das ein Betrag davon, die Wahrscheinlichkeit für. Da geht es eben nur um eine Komponente. Und das ist eben genau diese, wir haben das ja genau so nachvollzogen. Wir müssen hier jetzt nachschauen, wie groß das Volumen einer solchen Kugelschale ist. Und wenn ich jetzt da dieses Volumen, den Radius dieser Kugelschale gegen Null gehen lasse, dann bleibt ja nur mehr eine Kugel über mit Radius dv, und wenn ich das dv gegen 0 gehen lasse, dann bleibt dem nichts mehr über. Aber für jede einzelne Komponente vz oder vx oder vy muss es ja symmetrisch bleiben, weil es muss egal sein, in welcher Richtung man sich bewegt. Deswegen habe ich es so genau gemacht mit dem Geschwindigkeitsraum, um zu zeigen, wie wichtig es hier bei der Durchführung der Statistik ist. Wie man da von den Wahrscheinlichkeiten in einer Richtung zur Wahrscheinlichkeit des Geschwindigkeitsbetrages kommt. Geschwindigkeit V gegen 0 bedeutet, diese Schale geht immer mehr zusammen, und dann, wenn Sie dann das Delta V oder dV auch immer kleiner machen, muss da das Volumen gegen 0 gehen. Das kann ja nicht mehr aus, sozusagen. Da haben Sie dann keine Möglichkeit mehr für diesen Vektor V-Pfeil mit Betrag V. Letzte Bemerkung, die ich machen wollte, bezieht sich auf diesen Schwanzbereich da jetzt. Das nennt man oft den Schwanz der Verteilung. Das wird natürlich dann immer enger und die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass das da ist. Aber das ist so ähnlich, wie wir es gesehen haben bei diesem Experiment gestern mit den hüpfenden Kugeln. Ein paar hupfen wir mal wieder zwischendurch rauf. Wenige aber so. Das sind so die Haupttreffer bei 6 aus 45. Hier und da gibt es halt einmal sowas. Das zischt da rauf. Nicht? Geht weit über den Durchschnitt hinaus. Kurz passiert halt. Fluktuationen nennt man das in der Thermodynamik. Und solche Fluktuationen können mit Hilfe nur der Mittelwerte nicht beschrieben werden. Wohl aber, und das ist der Wert dieser Verteilungsfunktionen, durch die Betrachtung dieses Verteilungsschwanzes hier. Weil das zeigt dann die Wahrscheinlichkeiten an, dass da doch ein paar da raushupfen, sozusagen. Und jetzt könnten Sie sich natürlich fragen, und wen interessiert das? Na, das interessiert einen schon, weil es gibt verschiedene Vorgänge, die erst jenseits einer gewissen Energie ausgelöst werden können. Zum Beispiel chemische Reaktionen. Und wenn man da wissen will, gewisse gaschemische Reaktionen, ob die jetzt mit irgendeiner Rate ablaufen, dann muss man wissen, wie viel so Glückspilze unter den Molekülen jetzt geben, die dann so zwischendurch zufällig einmal eine solche Energie bekommen, die dann groß genug ist, um diese Reaktion auszulösen. Laut Mittelwert könnte das nie passieren. Aber wenn man die ganze Verteilungsfunktion hernimmt, gibt es dann doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Oder auch, wenn es darum geht, Elektronen aus einer Metalloberfläche herauszuschlagen. Da kommt es jetzt wieder darauf an, wird die Energie der auftreffenden Moleküle groß genug sein, um das zu erreichen. Auch wenn die Mittelwerte das nicht erlauben, aber da gibt es eben so ein paar so aufmüpfige, vorwitzige, die sind halt zwischendurch einmal viel schneller, weil das eben dieser Wahrscheinlichkeit in diesem Schwanzbereich da entspricht, und die lösen dann doch eins heraus. Das heißt, die Raten von derartigen Vorgängen kann man mit Mittelwerten überhaupt nicht beschreiben, wohl aber mit den Verteilungsfunktionen.
Das ist das Wichtige dieser Verteilungsfunktionen. Und da gibt es also unzählige Anwendungen, über die ich jetzt nicht weiter sprechen möchte, weil wir haben nicht viel Zeit. Aber ich wollte Ihnen doch das nahebringen, warum es zweckmäßig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und außerdem, jetzt haben wir einmal gelernt, um was es sich hier eigentlich handelt. Dass man einmal was Konkretes in der Hand hat, wie die da herumzischen, diese Moleküle. Ne? Okay. Naja, also jetzt haben wir diese Mittelwerte. Jetzt möchte ich noch, weil wir es vorhin schon erwähnt haben, kurz über den hinteren freien Wegelängen sprechen. Jetzt sausen die so schnell herum, diese Moleküle, und es fragt sich, wie weit kommen sie dabei, bevor sie das nächste Mal zusammenstoßen, bitte. Die Effekte kann man die Kurvenart nachmessen, oder? Bitte? Über die Effekte, die Sie besprochen haben, kann man die Kurvenart nachmessen, wenn man erhöht die Temperatur leicht. Natürlich, ganz richtig, ganz richtig. Auf die Art und Weise kriegt man diesen Wahrscheinlichkeitsabfall. Und dann hat man gefunden, das passt sehr genau, und kehrt den Spieß um und verwendet dann die Funktion, um eben gewisse Dinge vorherzusagen. Mit Hilfe der Maxwell-Boltzmann-Verteilung, in der eben dieser wichtige Faktor E hoch minus mv quadrat halbe, also Energie durch kt ist. Dieser Boltzmann-Faktor spielt in der ganzen Thermodynamik eine außerordentlich wichtige Rolle. Das werden Sie noch näher dann sehen, wenn Sie dann statistische Physik im Rahmen des Theoriezyklus hören. Aber da wird Ihnen das vielleicht in Erinnerung sein, dass wir da schon einmal über den Boltzmann-Faktor gesprochen haben. Gut. Also, sprechen wir jetzt über die mittlere freie Wegelänge. Wieder muss man da Statistik dazu machen, damit man einigermaßen ein vernünftiges Ergebnis erhält. Nicht jedes einzelne Molekül wird man verfolgen können, sondern wir versuchen heute einen Mittelwert zu sehen. Und das Erste, was wir da betrachten wollen, ist der Stoßquerschnitt. Wenn man also zwei elastische Kugeln hat und wir approximieren jetzt die Moleküle als elastische Kugeln. Mit Radius R1 und R2 für die zwei Stoßpartner. Nehmen wir also sogar der Allgemeinheit halber an, dass da jetzt zwei unterschiedliche miteinander zusammenkommen. Dann wird sich herausstellen, dass man da in einfacher Weise einen Stoßquerschnitt definieren kann. Und zwar, man geht also so vor, wir betrachten da also zum Beispiel so ein Teilchen mit Radius R2, das sei R2, ein Molekül, und ein zweites Molekül mit Radius R1, das sind vielleicht auch hier, da bin ich klar, das hat also den Radius R1, und die zwei sollen miteinander stoßen. Und damit das geht, damit sich die wirklich treffen, muss es so sein, dass also die Mittelpunkte innerhalb des Stoßquerschnittes sind. Also man kann sich da jetzt so rundherum einen Stoßquerschnitt überlegen. Eine Querschnittsfläche, eben den Stoßquerschnitt. So, dass wenn der Mittelpunkt dieser Kugel oder umgekehrt, wenn der Mittelpunkt dieser Kugel innerhalb des Stoßquerschnittes der anderen Kugel ist, kommt es zum Stoß. Wenn der Mittelpunkt außerhalb ist, trifft es das nicht. Wenn der Mittelpunkt gerade auf dem Rand ist, dann touchiert gerade. Und wenn es also dann innerhalb von diesem Stoßquerschnitt ist, dann wird dieses Molekül 2 das Molekül 1 treffen. Und das geht natürlich umgekehrt, man kann den auch da herumzeichnen, denselben Stoßquerschnitt. Der gesamte Radius dieses Stoßquerschnittes ist R1 plus R2. Und was innerhalb von dem Stoßquerschnitt ist, wird also dann wirklich getroffen. Dieser Stoßquerschnitt, den nennen wir Sigma, Stoßquerschnitt.
Und der hat daher die Größe Pi mal R1 plus R2 zum Quadrat. R1 plus R2 ist der Radius und Pi R Quadrat ist die Fläche dieses Stoßquerschnittes. Innerhalb des Stoßquerschnittes muss der Mittelpunkt des anderen Moleküls liegen, um dieses eine Molekül hier zu treffen. Und um jetzt aufgrund dessen auf die mittlere freie Weglänge zu kommen, wollen wir so vorgehen, dass wir uns denken zunächst einmal, das ist halt eine wilde statistische Annahme, die man jetzt macht, wir betrachten nur einmal ein einzelnes Gasmolekül, das sich durch die ganze Population von den anderen umgebenden Gasmolekülen hindurch bewegt. Und wir wollen also davon ausgehen, und das macht die Geschichte jetzt etwas unrealistisch zunächst, dass diese ganzen anderen Moleküle, während sich das eine da bewegt, dass die miteinander in Ruhe bleiben. Dass die nicht auch noch sich bewegen. Das werden wir am Schluss dann noch sehen, dass das dann noch eine kleine Änderung bewirkt. Wir nehmen dazu an, wir haben eine Teilchenanzahldichte klein n, wie üblich. Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit. Das ist das klein n. Das nehmen wir jetzt an. Und jetzt denken wir uns ein einzelnes Molekül durch diese Population sich durchbewegen. Naja, das ist dann so, da haben wir dieses Molekül, an dem angeheftet ist sein Wirkungsquerschnitt und das bewegt sich jetzt längs seiner Strecke x durch das System durch und überschreitet daher, das ist also sein Wirkungsquerschnitt, dann zieht es mit hier sozusagen und bewegt sich durch die Population der anderen Teilchen durch, dann wird es jetzt darauf ankommen, ob jetzt während der Bewegung dieses Teilchen, dieses Molekül mit einem anderen der Population in Kontakt tritt. Na, das wird dann sein, wenn irgendein Mittelpunkt dann innerhalb dieses Zylindervolumens, was da unterwegs ist, drinnen liegt. Man hat also letzten Endes das Volumen dieses Zylinders. Das Volumen ist nichts anderes als Sigma mal dieser Wegstrecke x. Und es kommt also jetzt heraus, dass ein Stoß dann stattfindet, wenn dieses Sigma mal x, dass dieses Sigma mal x, wenn ein Molekül der umgebenden Population in dem Zylinder drinnen liegt, dann hat ein Stoß stattgefunden, während sich das betrachtete, bewegte Molekül um die Strecke x bewegt. Und dann nennen wir diese Distanz die mittlere freie Weglänge. Die Weglänge, die das Molekül mitsamt seinem angehängten Querschnitt sich bewegen kann, bis es im Durchschnitt ein Molekül trifft. Das heißt, dass dann in diesem Volumen Sigma mal x eben gerade ein Volumen drinnen ist. Und das bedeutet jetzt, wenn man das eben ausrechnet, wenn das x dann Lambda ist, dann haben wir also Sigma mal Lambda. Das ist dann das Volumen, das sich hier ergibt, wenn dieses Molekül gerade um Lambda, diese mittlere freie Weglänge, sich bewegt. Und wenn man das jetzt multipliziert mit der Teilchenanzahldichte, dann muss das gerade gleich 1 sein. Ein Molekül hat es getroffen, während es sich gerade um Lambda weiter bewegt hat. Dieses Sigma mal Lambda ist das Volumen des Zylinders, der sich ergibt, wenn das bewegte Teilchen seinen Querschnitt, seinen Stoßquerschnitt sozusagen mit sich führt. Und wenn in dem Volumen jetzt ein Teilchen im Durchschnitt drinnen war von der umgebenden Population,
dann wird ein Stoß stattgefunden haben und damit hat sich gerade das x als mittlere freie Weglänge ergeben, wo eben gerade ein Stoß passiert, wenn es diese Strecke zurücklegt. Und das kann man dann natürlich leicht umformen und kriegt daraus heraus, dass eben die mittlere freie Weglänge Lambda gleich ist 1 durch n Sigma. N die Teilchenanzahldichte, Sigma der Stoßquerschnitt. Und Sie sehen schon, je dichter die Teilchen liegen, desto kleiner wird natürlich die mittlere freie Weglänge, weil da treffen es leichter auf andere. Und auch wenn der Stoßquerschnitt groß wird, bedeutet das, es trifft häufig und die mittlere freie Weglänge wird klein. Diese Überlegung hier wurde gemacht jetzt unter der Voraussetzung, dass die umgebende Population jetzt noch in Ruhe ist. Jetzt zieht dann die aber auch herum. Und das bedeutet, es wird sogar noch etwas öfters treffen. Und da zeigt sich, wenn man das berücksichtigt und das statistisch genauer durchrechnet, dann ändert sich dieser Ausdruck ein wenig um einen Faktor 1 durch Wurzel aus 2. Wir kommen dann auf ein 1 durch Wurzel aus 2 mal n mal Sigma. Und hat damit hier die mittlere freie Weglänge eines Moleküls in dem Gas. Naja, da steht also drinnen sofort die Teilchenanzahldichte und der Stoßquerschnitt. Und so braucht man dann nur Daten einsetzen. Bitte. Was ist, wenn es ganz verschiedene Radien gibt, dann müsste es ja auch verschiedene Sigmas geben für die jeweiligen. Natürlich wird es dann komplizierter. Im Allgemeinen wird man das, so wie es halt am einfachsten ist, für ein homogenes Gas durchführen. Und dann hat man da halt zwei gleiche Radien da, die diesen Stoßquerschnitt erzeugen. Aber ich habe das halt hier, weil wir da diese Einschränkung nicht gebraucht haben, auch mit zwei unterschiedlichen Radien gemacht. Aber immer wenn Sie Gemische von verschiedenen Substanzen haben, wird die Geschichte natürlich etwas komplizierter. Also diese mittlere freie Weglänge habt ihr dadurch erhalten, wie lang also ein Molekül sich in einer herumzitternden Population von anderen Molekülen bewegen kann, bevor es im Durchschnitt einmal ein anderes Molekül trifft, wobei sein Weg dann zu Ende ist, dann geht es woanders wieder weiter, Stoß wie auf dem Billardtisch. Und da zeigt sich also für Atmosphäre, Stickstoff unter Normalbedingungen, atmosphärische Bedingungen, kommt man auf Lambda von ungefähr 60 Nanometern. Ja, das ist nicht viel. Das denken Sie, also die sausen im Durchschnitt mit Überschallgeschwindigkeit herum. 476 Meter pro Sekunde. Aber alle 60 Nanometer treffen sie im Durchschnitt mit einem anderen zusammen und müssen ihre Richtung ändern. Da haben Sie also jetzt ein bisschen ein Gefühl dafür, was für eine wilde Aktion uns da hier ständig umgibt. Und nur dadurch, dass die alle so winzig sind, dass man sie also mit freien Augen nicht sieht, und weil halt so Fülle sind, wo sich das alles irgendwie herausmittelt, können wir da ganz gut damit leben. Aber ich glaube doch, dass es günstig ist, dass man sich das einmal konkret klar gemacht hat. So viel also zur Molekülstatistik. Das war mir schon wichtig, dass ich Ihnen das vorstellen kann. Aber jetzt wollen wir also wieder mehr uns auf die thermodynamischen Mittelwerte beziehen. Und da werden wir jetzt als nächstes, jetzt haben wir die Voraussetzungen dafür schon aufgrund der mechanischen Interpretation der Wärme und der Temperatur, haben wir die Möglichkeit jetzt im nächsten Kapitel über Wärmekapazität zu sprechen. Und um darüber sich eine gute, anschauliche Vorstellung zu machen, haben wir hier ein Experiment für Sie vorbereitet, wo wir diese Wärmekapazität illustrieren können. Wir haben da einen Paraffinblock. Paraffin wissen, wenn man das warm macht, ist ein bisschen flüssig und da sieht dann was ein.
und zwei Metallblöcke, die schon längere Zeit da im kochenden Wasser drinnen liegen und beide, also weitgehend 300 Grad Celsius haben. Ein Bleiklotz und ein Stahlklotz. Und diese beiden werden wir jetzt da aus diesem kochenden Wasser herausnehmen und nebeneinander auf den Paraffinblock legen. Und jetzt wird sie zeigen, was dann passiert. Innerhalb der verfügbaren Zeit werden wir hoffentlich schon was sehen können. Also wir stellen jetzt diese zwei Klötze nebeneinander auf den Paraffinblock. Wenn wir das gleich machen. Sind die Dinger gleich schwer? Nein, das Blei ist schwerer als der Stahl. Trotzdem werden wir sehen, was passiert. Das ist jetzt was? Da haben wir also das Blei, was da jetzt einmal steht. Das ist schon ein heikles Experiment, wo man sich leicht wendeln kann. Und da ist also der Stahl. So, hier gesehen ist links also das Blei und rechts der Stahl. Und die stehen also jetzt auf diesem Paraffinblock drauf und haben zunächst die gleiche Temperatur gehabt. Jetzt werden sie halt schon langsam ein bisschen abkühlen, aber es kommt jetzt darauf an, wie groß ist die in diesen Metallblöcken gespeicherte Wärmeenergie. Und wenn da jetzt der eine deutlich größere Wärmeenergie hat als der andere, dann wird er auch die Möglichkeit haben, tiefer in dieses Paraffin einzusinken. Wobei, wie der Kollege richtig gesagt hat, natürlich auch das Gewicht eine Rolle spielt. Man wird also davon ausgehen, Blei ist also das, der Körper mit dem größeren Gewicht, weil es eben die größere Massendichte hat. Und man könnte eigentlich erwarten, dass dieses Blei daher entsprechend tiefer einsinken wird ins Paraffin als der Stahlklotz. Aber ich glaube, man kann jetzt schon sehen, dass also hier der Stahlklotz schneller unterwegs ist, der rechte, als der Bleiklotz. Und das zeigt uns hier schon qualitativ, dass die Aufnahmefähigkeit von Körpern für Wärmemengen für verschiedene Körper unterschiedlich groß ist. Ich glaube, das sieht man also schon relativ deutlich, dass also da der rechte, der Stahlklotz, in diesen Paraffinblock tiefer einsinkt als das Blei, obwohl man doch eher gedacht hätte, wenn die zum Beispiel also die gleiche Wärmeenergie zur Verfügung haben, dass also da das Blei natürlich die Oberhand hat, obwohl das Blei eine größere Gewichtskraft hat, trotzdem sinkt der Stahlklotz deutlich tiefer ein als der Bleiklotz. Und ich glaube, jetzt lassen wir die Kamera weiterlaufen und wir haben jetzt noch circa 10 Minuten. Da werden wir dann immer wieder zwischendurch einen Blick machen, was da passiert. Und man kann also jetzt schon erkennen, der Sieger ist, so wie es hier ausschaut, der Stahl. Obwohl er die von der Gewichtskraft her gesehen ungünstigere Ausgangssituation hat. Danke für dieses doch recht mühsame Experiment. Ich freue mich, wie schnell man das sieht. Relativ bald schon, jetzt muss ich das Licht machen, aber man sieht es ja trotzdem, sieht man doch sehr deutlich, dass dieser, sogar mit freien Augen sehe ich das sofort, dass also der Stahlklotz hier deutlich tiefer einsinkt. Und das, diese Sache, dass nun der Wärmeinhalt von verschiedenen Körpern unterschiedlich groß ist, das kann man mit Hilfe der Wärmekapazität beschreiben. Wir hatten die schon einmal erwähnt. Wir haben gesagt, dass der Kuh, die Wärme, die man hineinsteckt in einen Körper, wird proportional sein zu der Änderung der Temperatur, die dadurch bewerkstelligt wird. Gibt man doppelt so viel Wärme in den Körper hinein, dann wird auch die Temperaturerhöhung doppelt so groß sein.
Das ist ein Ausdruck dessen, dass also hier ein konstanter Faktor dazwischen ist und das ist eben die sogenannte Wärmekapazität. Jetzt haben wir aber außerdem schon gesagt, dass diese Wärmekapazität im Gegensatz zur Temperatur eine extensive Größe ist. Also proportional sein wird zur Größe, zur Masse dieses Körpers. Ein größerer Topf mit Wasser braucht mehr Wärmemenge, um die gleiche Temperaturerhöhung zu bewirken. Ja klar, wenn ein doppelt so viel Volumen ist, wie wenn er zwei solche nebeneinander stehen hat. Und jeder braucht seine Wärmemenge, um dieses Delta T eben ansteigen zu lassen. Und das führt eben jetzt dazu, dass man sich da hier jetzt entweder auf die Masseneinheit oder auf die Einheit Mol bezieht. Und so definiert man jetzt hier einmal eine spezifische Wärmekapazität. Kapazität, das ist immer das, was man beinhalten kann, nicht so wie beim Kondensator, wie viele Ladungen und so halt, wie viel Wärme da hineingeht. Eine spezifische Wärmekapazität. Und diese Definition läuft jetzt ganz einfach so, dass man halt sagt, wir nehmen diese Wärmemenge Delta Q, wie die jetzt mit der Temperatur zusammenhängt, und da sagen wir, das ist C mal M mal Delta T. Und die spezifische Wärmekapazität nennen wir klein c. Das ist jetzt die Wärmekapazität pro Masseneinheit. Multipliziert mit der Masse des Systems kriegen wir dann die spezifische Wärmekapazität. Und andererseits also definieren wir uns auch die molare Wärmekapazität. Und die nennen wir dann groß C. Und wenn man nicht gern so lange Wörter sagt, lässt man meistens das Kapazität weg und spricht von spezifischer Wärme und von Molwärme. Redet sie schneller. Aber gemeint ist das Gleiche. Die spezifische Wärmekapazität, die molare Wärmekapazität. Und das geht jetzt in völlig ähnlicher Weise. Da haben wir also die zugeführte Wärmemenge, ist dann nichts anderes als diese molare Wärmekapazität mal der Molzahl in dem System, mal Delta T. Also da haben wir M, das ist die Masse des Systems. Also zum Beispiel die Masse von so einem Metallblock und das klein n hier ist jetzt die Molzahl des betrachteten Systems. Wie viel Mol der jeweiligen Substanz eben in dem System drinnen sind. Also ich glaube, diese beiden Definitionen sind durchaus verständlich. Je größer die Masse ist, desto mehr Wärme müssen sie zuführen, um die Temperatur um ein gewisses Delta T zu erhöhen. Aber in dem C, in der spezifischen Wärme, steckt drinnen, dass das bei verschiedenen Materialien unterschiedlich ist. Und das kann man jetzt schon besonders deutlich an diesem System unseres Experimentes anschauen. Schauen Sie mal, wie weit jetzt da der Stahlblock schon eingesunken ist, bald ist er verschwunden, während das Blei nicht besonders gut unterwegs ist, obwohl es, wie Sie richtig bemerkt haben, eine größere Gewichtskraft aufweist, trotzdem verliert es, weil es nicht genügend, nicht gleich auf ist, was die Wärmemenge, die verfügbare Wärmemenge in diesem System ist. Warum reden wir jetzt davon? Ganz einfach. Wenn wir uns jetzt diese Situation anschauen, wiederum für den Fall der idealen Gase, und mit denen haben wir ja jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt, also für ideale Gase,
da haben wir ja jetzt die Möglichkeit, nachdem wir wissen, wie die Temperatur interpretiert wird als ein Maß für die mittlere kinetische Energie pro Molekül bzw. pro Freiheitsgrad dann des Moleküls, kann man natürlich eben, wenn man jetzt weiß, wie viel kinetische Energie steckt drinnen in den Molekülen, kann man sich das sofort ausrechnen. Wir werden wieder von idealen Gasen ausgehen, also keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Und da kommen wir dann auf die innere Energie. Eines idealen Gases. Und diese innere Energie, die kann man sich jetzt ausdrücken dadurch, dass ich schreibe, U nenne ich sie, die innere Energie, dass das einfache Durchschnitt jetzt gleich ist der kinetischen Energie für ein Molekül multipliziert mit der Anzahl der Moleküle. So einfach. Eine ganz einfache Rechnung. Und wir kriegen daher F halbe mal KT, das war die kinetische, die mittlere kinetische Energie eines Gasmoleküls mit F-Freiheitsgraden. Erinnern Sie sich, gestern haben wir darüber geredet. Da auf der Tafel ist wo gestanden. Also keine Ausrede, haben wir schon gehabt. Also F halbe mal KT ist für ein Molekül im Mittel. Nun, jetzt haben wir aber N Molekül da drin. Also multiplizieren wir mit N. Schon sind wir fertig. Sie sehen also jetzt, wo wir die Temperatur so toll interpretieren können, mit Hilfe der kinetischen Energie der Gasmoleküle oder dann überhaupt, wir haben das verallgemeinert dann für irgendwelche Moleküle, aber besonders einfach ist zum Rechnen für Gase, kommen wir sofort auf einen Ausdruck für die innere Energie in dem Gas. F ist die Anzahl der Freiheitsgrade und N Gesamtanzahl der Moleküle in dem betrachteten System. Naja, und da kann man natürlich jetzt auch eine einfache Umformung machen. Und das werden wir heute noch tun. Und damit sind wir dann für heute fertig und sind gerüstet, dann morgen gleich wirklich diese Sache mit der Wärmekapazität konkreter anzugehen. Wir benutzen, dass das N gleich ist N mal Na. Sie erinnern sich, Na, die Avogadro- oder Loschmidt-Zahl, ist die Anzahl der Moleküle in einem Kilomol. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Molzahl von N haben, dann wird die Gesamtanzahl gleich N mal der Anzahl in einem Kilomol sein. Nun, wenn man das natürlich macht, kann man das da oben einsetzen und wir kriegen dann U ist gleich F halbe mal H. Und jetzt schreiben wir einmal da gleich das N dazu. Das ist N mal N. Na, nur anders. N A mal N, das ist ja hier das Groß N mal T. Also F halbe mal K mal T mal N A. Und dieses N A mal K, das ist die allgemeine Gaskonstante. Das wissen wir schon, seitdem wir uns über die Zustandsgleichung unterhalten haben. So bleibt also stehen, daraus folgt, diese innere Energie kann auch geschrieben werden als F halbe mal NRT oder RT mal N. F halbe mal RT mal die Molzahl. Mit diesem Ausdruck für die gesamte innere Energie in einem idealen Gas
können wir dann unmittelbar, das machen wir morgen, ausrechnen, wie viel muss ich zuführen, um eine Temperaturänderung zu bewirken. Da steht ja schon die Energie und die Temperatur. Wir haben sie eigentlich schon in der Hand. Und das führt uns sofort, wie Sie morgen sehen werden, auf die Molwärme. Also jetzt sind wir schon mitten in der Thermodynamik drin. Danke.